In diesem Bamboo Studio Quick Tip geht es um eine Technik, die man normalerweise mit einem 3D-Programm macht und nicht mit einem Slicing-Programm. Wir fügen Texte ein und wir können theoretisch gesehen sogar STL-Dateien, die ihr aus dem Netz geladen habt, mit Texten personalifizieren. Wie zum Beispiel irgendwelche kleinen Testdruckschilder, wo ihr aufschreiben wollt, welche Einstellungen ihr zum Beispiel bei dem Druck hattet. Das kann man jetzt alles mit Hilfe von diesem kleinen Video selbst machen. Wie das genau geht und dass es an und für sich sehr simpel ist, zeige ich in diesem Video. Viel Spaß dabei! Die in diesem Video gezeigten Techniken sind natürlich nur Basistechniken. Man kann das Ganze bestimmt noch ein bisschen größer und abartig genialer weiterspinnen, aber wenn ihr mal die Grundregeln versteht, gehe ich davon aus, dass ihr relativ kreativ weiterarbeiten könnt. Ich benötige mal irgendein Objekt. Ich kann hier auf die leere Platte mal raufklicken mit der rechten Maustaste und sagen primitiv hinzufügen und ich möchte mal einen Würfel hier haben. Dann bekommen wir einen ganz kleinen Würfel. Den können wir hier oben mit der Taste S oder mit dem Skalieren-Button eben ein bisschen zuschneiden. Ich schnappe mir mal den blauen Punkt hier und die roten und ziehe das Ganze so ein bisschen auseinander. Die grüne vielleicht auch. Ich möchte unter Umständen so ein kleines Schildchen machen, das für Testdrucks ideal wäre. Zum Beispiel, ich möchte neues PLA testen, habe meine Einstellungen gefunden und möchte mir jetzt diese Einstellungen auf so ein kleines Schildchen draufdrucken. Oder ihr habt vielleicht irgendwo schon solche Schilder runtergeladen und möchtet die jetzt einfach cool beschriften. Dann benötigt ihr schlichtweg einfach so eine Datei, die hier reingeladen wird, oder ihr zieht sie selbst auf. Die Datei selbst wird mal kurz aktiviert und jetzt können wir hier oben auf das Form- und Textwerkzeug klicken und ich rate euch auch von global auf Objekt zu gehen, denn momentan sehen wir nur diesen Würfel. Sobald wir hier aber was reinschreiben, wird es hier eine neue Ebene geben, die eben unsere Textebene ist und ich brauche hier mal einen PLA-Schriftzug. Genau, das ist cool, passiert auch noch nichts und wenn ich jetzt hier mit der Maus über mein Objekt fahre, kriege ich schon die Buchstaben hier rein. Und ihr seht, okay, wunderbar, das ist eine dreidimensionale Schrift. Und wenn ich den Punkt hier anfasse, kann ich die überall hinbewegen, auch aufstellen. Und jetzt geht es mal darum, dass ich mir das Schildchen hier mit diesem Schriftzug perfekt vorbereite. Als erstes, wir können hier oben die Schriftart einstellen. Es gibt sehr, sehr viele Schriftarten, die unterstützt werden. Ich nutze hier zum Beispiel gern diese Impact-Schrift, weil ich die einfach schön finde, weil sie so richtig satt und dick ist. Und dann kann ich natürlich auch die Größe einstellen. Ich kann sagen, hey, das Ganze soll bitte 30 groß sein. Oder in unserem Fall wäre es vielleicht 25 besser. Dann möchte ich die Dicke einstellen. Dicke heißt, ich kann sagen, hey, das ganze Teil soll 6 hoch sein oder soll ganz niedrig sein mit 1. Je nachdem, was ich eben brauche. Die Textlücken sind auch ziemlich interessant, weil manche der Textarten oder Schriftarten haben sehr, sehr enge Abstände. Und wenn ich das Ganze ein bisschen auseinanderziehen möchte, dann gehen die Buchstaben einfach nach außen oder nach innen, je nachdem, wie ich es eben haben möchte. In meinem Fall würde ich wahrscheinlich sagen, wir machen es ungefähr so. Gut, den Winkel, den können wir auch noch einstellen. Entweder ihr drückt die Umschalttaste und fahrt mit der Maus rauf und runter. Oder ihr ändert hier einfach den Winkel an diesem Reiter hier. Was die eingebettete Tiefe angeht oder auch die Oberfläche, das möchte ich euch in einem anderen kleinen Beispiel zeigen. Aber zuvor nochmal zur Übersicht. Wenn wir hier von global auf Objekt gehen, sehen wir jetzt momentan den Würfel. Hier angeklickt sehen wir auch, ja, der ist momentan ausgewählt. Und wir können den Text jederzeit ändern, indem wir hier auf das Text Shape gehen. Und dann haben wir eben die Umrisse des Textes, klicken hier einmal drauf und sind hier bei PLA zum Beispiel und ein Plus, falls wir das haben wollen. Ich wähle alles aus, lösche alles und lade mir eine neue Datei rein. Ich habe hier zwei kleine Dateien, die nichts anderes sind als eine Zuckertose. Die möchte ich mal automatisch irgendwo hinlegen, drücke die Taste A und jetzt haben wir die mal drinnen. Und es wäre doch schön, wenn diese Zuckerdose jetzt einfach bei mir im Regal steht und da auch Zucker draufstehen würde. Heißt, ich klicke die mal kurz an, wähle jetzt das Text- und Formwerkzeug, beschrifte sie mit Zucker, klicke hier einmal rein, dann kommt auch schon der Zuckerschriftzug rein. Und jetzt sagen wir nochmal, ich wollte doch die Impact haben und das Ganze ein bisschen größer. Machen wir es mal auf 25. Das sieht doch schön aus, optimal. Gut, was hat es jetzt hier mit diesen anderen Einstellungen zu tun? Ich gehe nochmal auf den Text. Nochmal auf das Textwerkzeug und jetzt schaue ich mir mal die Oberfläche an. Wenn ich das nämlich hier wegklicke,
wird der Text komplett gerade. Was aber in diesem Fall totaler Schwachsinn ist, der soll sich ja an die Oberfläche anpassen. Und das Schöne ist, jetzt haben wir hier eigentlich nur eine Röhre, die nach oben gleich bleibt, aber wenn wir jetzt einen Zylinder haben, der oben zum Beispiel spitz wird oder einen Kegel, dann würden auch die Buchstaben sich dementsprechend anpassen, was sehr toll ist. Einziges Problem bei diesem Text ist jetzt, wenn wir ihn slicen, dann wird er nicht wirklich ideal zum Drucken sein. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, denn wenn wir jetzt hier mal nach unten scrollen, sehen wir, der Text verbindet sich nur minimal teilweise, manchmal zum Beispiel das K, das schwebt in der Luft, das hat keine Connection zur Außenwand. Das sollte man berücksichtigen und dementsprechend auch agieren, indem man jetzt hier die Tiefe eingibt. Ich übertreibe es mal und sage mal eine Tiefe von 20. Und da drückt es jetzt die Buchstaben nach hinten raus. Gut, wir haben jetzt nur ein paar Millimeter von dieser Seitenwand. Wahrscheinlich sind 20 wesentlich zu viel. Ich gehe mal auf 0,8 zum Beispiel. Und da drückt es mir jetzt noch mal gar nichts durch. Nein, sieht man gar nichts. Das Ganze können wir jetzt slicen. Und nun dürften wir eine wesentlich bessere Verbindung zwischen der Wand haben und unseren Buchstaben. Und ihr seht auch schon, die Außenwand geht jetzt quasi zickzack um die Buchstaben herum. Das passt wesentlich besser. Das wäre ebenfalls auch noch eine Sache, die man berücksichtigen sollte, wenn man mit diesen Textwerkzeugen arbeitet. Man kann den Text natürlich jetzt verschieben und beliebig hin und her drücken. Man kann ihn zum Beispiel auch nach innen legen, wenn man so etwas möchte. Dann dürfte man von außen gar nichts mehr sehen. Und es ist natürlich auch so, ich könnte ihn jetzt nehmen und rüberschieben, aber dafür habe ich noch keine Idee, wie ich es schaffe, diesen Text jetzt auf den Deckel zum Beispiel zu bekommen. Ich müsste dazu jetzt den Deckel anwählen, nochmal Textwerkzeug und hier nochmal Zucker schreiben, darüber fahren und das Ganze jetzt nochmal machen. Ich habe, wie gesagt, da noch keine Idee. Falls ihr Ideen habt, bitte schreibt es unbedingt unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, das ist jetzt mal die Basis, wie man mit diesen Textwerkzeugen umgeht und wie man sie schön drucken kann, beziehungsweise so vorbereitet, dass sie für einen Slice und dann später für einen Druck ideal sind. Na klar war das jetzt alles relativ rudimentär. Aber die Basics sind jetzt mal erklärt und nun liegt es natürlich an euch, wie ihr das Ganze jetzt weiterverfolgt und was ihr daraus macht. Aber ich bin mir sicher, da draußen sind sehr, sehr viele kreative Köpfe, die mit diesem Grundthema jetzt einfach mal konform sind und sagen, geil, da kann ich ja das machen und das und das und das. Und genau auf das bin ich gespannt. Schreibt mir einfach eure Ergebnisse in die Bastel-Bastel-Extremgruppe auf Facebook zum Beispiel oder schreibt mir einfach unterhalb in die Kommentare, was ihr mit diesen neuen Techniken jetzt hier anstellen würdet. Ich persönlich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und wenn ihr vielleicht beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und falls ihr Fragen habt, Tipps oder Anregungen, dann schreibt sie unten in die Kommentare rein. Vielleicht mache ich sogar aus eurer Frage einen kleinen Quick-Tipp hier für Bambu Studio. In diesem Sinne, Peace, Love and 3D-Druck, Schweig Ober and out.